In diesem Video möchte ich euch zum Bau eines Prüfsenders animieren, beziehungsweise ich stelle euch einen Prüfsender vor. Ein Prüfsender ist einfach ein Sender, der auf sehr vielen Frequenzen senden kann. In dem Fall fängt der Sender bei 430 kHz an und kann auf bis zu 30 MHz eingestellt werden. Allerdings nicht lückenlos, es gibt manche Bereiche, die ausgelassen werden. Allerdings kann der Sender die meisten Kurzwellenbereiche und verschiedene andere Frequenzbereiche, die interessant für den Radiobastler sind, generieren. Okay, der Prüfsender verfügt über einen Ausschalter, einen Modulationseingang, einen BNC-HF-Ausgang mit zuschaltbarem Abschwächer. Der Abschwächer schwächt das Signal ab. Das ist zum Beispiel dann brauchbar, wenn man ein Radio abgleichen möchte auf beste Empfindlichkeit. Ferner über eine Frequenzfeinerstellung, FM- oder AM-Modulation, sowie einen Frequenzbereich, den man eben durch diesen Einstellschieber, wie man so möchte, einstellen kann. Ich habe jetzt mal einen MP3-Player angeschlossen und es läuft eine kurze Testnachricht, eine Endlosschleife, und dann führe ich mal kurz die FM- und AM-Funktion vor. Auf einer Frequenz, nämlich 27,12, auf der darf ich hier ein bisschen kapazitiv senden. Und zusätzlich möchte ich sagen, ich muss diese Lösung machen, denn wenn ich hier eine Antenne anstecke, dann ist die Reichweite 2 cm und dann rauscht schon. Der Sender soll ja schwach sein. Und ja, ich führe den jetzt einfach mal vor. Ich schalte dazu natürlich auf AM, denn ich habe im Empfänger AM eingestellt. Und dann schalte ich mal den Sender ein. 120 Meter wieder weg vom Haus. So, jetzt sind wir 120 Meter wieder weg. Ja, nicht sehr kreativ, aber okay. Jetzt schalte ich mal um auf FM. Da hört man jetzt nichts. Dann muss ich hier auf FM umschalten. So, jetzt sind wir 120 Meter wieder weg vom Haus. Dann kann ich auch eine FM-Aussendung machen. So, jetzt sind wir 120 Meter wieder weg vom Haus. Ich schalte mal wieder um auf AM. Mach hier mal kurz. Ja, ich möchte eigentlich, dass es jetzt still ist, aber. So, also wie ihr schon seht, dieser Prüfsender hier kann verschiedene Frequenzen. Sehr viele Frequenzen. Von Langwelle bis Mittelwelle, beziehungsweise von Mittelwelle bis in den oberen Kurzwellenbereich. Jetzt möchte ich den Testsender mal aufschrauben. Schauen wir mal, was da drin ist. Dazu schraube ich die beiden Schrauben raus, die den Deckel auf dem Testsender festhalten. Was mit einer Hand natürlich nicht so gut geht, wenn ich mit der anderen Hand die Kamera halten muss. So, eine Schraube habe ich schon rausgeschraubt. Schraube ich noch die andere Schraube raus. Dann schauen wir mal rein, was in dem Testsender so drin ist. So, in dem Testsender befindet sich neben einer 9-Volt-Batterie etwas Elektronik. Nicht viel Elektronik, dieser Sender ist sehr leicht aufzubauen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Sender aufbauen könnt. Hier sind jetzt mal die Platinen, nachdem sie bearbeitet wurden. Hier ist die Vorderseite. Hier ist die Rückseite, da gab es nicht viel zum Arbeiten. Hier ist die Oberseite oder der Deckel. Da habe ich schon mal zwei Löcher reingebohrt, quasi in Anführungszeichen auf Verdacht, wo ich dann später die Schrauben durchmachen kann. Und hier ist noch die Unterseite. Hier haben wir noch das Teil zum Frequenzeinstellen. Dann diese kleinen 5x5 mm Kästchen. Die Platine für den Dipschalter. Hier haben wir die Nadel für die Frequenz, die dann die Frequenz anzeigt, die 5x5 mm Kästchen zum Bauteile montieren, das ist für den Dipschalter zur Dipschaltermontage und hier unten noch die 3x1 cm oder ungefähr 3x1 cm Teile. Das sind die Platinen, die jetzt nach der Bearbeitung übrig sind. Hier habe ich jetzt bereits die vorbereiteten Teile. Ich habe die Drähte entsprechend abgeschnitten und die Teile vorverzinnt, dass man sie besser einlöten kann. Bei den Bauteilen habe ich darauf geachtet, dass die Drähte nicht zu lang sind und dass die Bauteile eben passen. Ihr seht dann genau, welche Bauteile es sind, weil ich noch ein Foto für euch mache. Nur oben kann ich sagen, ganz auf der rechten Seite bei den Transistoren, das ist kein Transistor, sondern die rechte Seite ist der Spannungsregler und ganz auf der linken Seite ist dieser S9018 Transistor. Okay. Bei dem Potty habe ich die Drähte so abgeschnitten, dass einer kürzer ist als der andere, dass es dann steht. Ihr seht es dann in dem weiteren Aufbau, Bildern oder Videos. Was jetzt zu tun ist, jetzt sind hier die Teile auf die Unterseite der Platine zu bringen und eben zum Beispiel hier diese kleinen Kästchen jetzt entsprechend hier zu montieren, dass das Ganze passt. Natürlich muss man da auf ein paar Sachen achten, aber ihr seht dann in dem Bild, wie das dann sich gehört. Seht ihr dann auf dem Bild. Okay, so viel dazu. Das war nur ein kurzes Zwischenstandsvideo, Fortschritt von dem Prüfsender.
Hier seht ihr jetzt mal die Platinen nach dem Schneiden. Wir haben ein 1,2 cm Stück, ein 1,8 cm Stück und das sind ungefähr 6 cm. Ich habe noch ein Stück abgeschnitten, aber es waren 6 cm und 6 cm sind okay. Und hier haben wir die beiden 7 x 3 cm Seitenwände. Okay, das sind jetzt die Platinen nach dem Abschneiden. So, jetzt habe ich mal die Widerstände installiert. Ferner habe ich hier diverse Kabel installiert. Das Kabel hier geht zum 1K. Der 1K ist dann für die LED zuständig. Dann habe ich hier noch das Kabel, das geht zum anderen 100K. Das ist dann der Schleifer von dem Frequenzfeinanstellpotti. Und hier habe ich ein Stück RG174 genommen. Habe den Schirm hier außen angelötet. Hier. Und habe die Innenseite auf den Kollektor von dem Transistor gelötet. Und auf der anderen Seite habe ich dann ebenfalls hier die Innenseite abisoliert. Die äußeren Kontakte habe ich weggemacht, also den Schirm habe ich weggemacht und das geht dann zum Drehkondensator zum Frequenzeinstellen. So, wie gesagt, ich habe jetzt da die entsprechenden Bauteile montiert, die ganzen Widerstände sind montiert und der Sender ist jetzt im Prinzip soweit fertig. Jetzt müssen wir noch die Feinarbeiten machen. Jetzt seht ihr die Platine mit den installierten Widerständen. Ich habe ferner noch ein paar Kabel installiert. Dieses Kabel hier geht zur Anode von der LED oder auch zum Plusanschluss von der grünen LED, die halt anzeigt, dass der Sender an ist. Dann habe ich hier unten ein Kabel verlegt und zwar von hier oben Plus nach hier unten auf den Plus von, also auf diese Schiene, wenn man so möchte, von den Dipschalter. Dann habe ich hier noch ein Kabel, das geht zu einem 100K, der geht wiederum zum Schleifer vom Potti. Das ist das Frequenzfeinanstellpotti. Und hier habe ich etwas RG174 genommen, habe den mittleren Kontakt auf den Kollektor von dem Transistor. Und den äußeren Kontakt habe ich auf Masse festgelötet. Auf der anderen Seite habe ich nur den mittleren Kontakt verwendet und den Schirm abgeschnitten. Das geht dann zum Drehkondensator, mit dem man dann die Frequenz einstellen kann. Die Platine ist jetzt soweit fertig. Jetzt können wir zu dem nächsten Schritt übergehen. Hier seht ihr jetzt die Rückseite der Vorderseite. Ja, das klingt ein bisschen verwirrend. Aber die Rückseite der Vorderseite. Wie ihr seht, habe ich die ganzen Teile jetzt schon montiert. Ich habe auf der Vorderseite nicht das Papier hingetan. Ich habe das noch nicht hingetan. Ich habe jetzt die Teile nur markiert, dass wir eben den Draht nehmen können oder unser Kabel nehmen können und zum Beispiel machen wir ein Kabel hier fest und dann schauen wir, wie weit das zur Platine geht. Und dann machen wir ein Kabel hier fest und hier fest. Wir schauen halt, wie viel Kabel wir wo brauchen und installieren schon mal das Kabel. Ich habe aus dem Grund kein Papier hingetan, weil das letzte Mal, als ich das Papier hingetan habe und dann das Kabel installiert habe, da war das Papier dann ein bisschen schmutzig. Einfach von den Arbeiten, ich meine, man bekommt ja auch schmutzige Finger davon und deswegen habe ich das Papier jetzt nicht hin. Wir machen das jetzt so, dass wir die Kabel, wie gesagt, schon vorverzinnen, aber noch nicht mit der Platine verbinden, nur die Länge quasi ausmessen und hier halt Schrumpfschlauch schon installieren. Und anschließend schrauben wir die Teile wieder raus, machen das Papier hin und dann machen wir die Teile wieder fest. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen werden bei dem Prüfsender. So, jetzt habe ich hier mal die Platinen zusammengelötet, die Vorderseite und die Hauptplatine sind zusammen. Und was wir jetzt als nächstes machen ist, wir nehmen den Draht und dann halte ich den Draht zum Beispiel hier hin, oder ich löte ihn besser gesagt, ich löte ihn hin, das muss jetzt zum Beispiel auf Plus gehen oder was weiß ich. Und dann schaue ich, wie viel Draht brauche ich von hier nach Plus und dann schneide ich den Draht jetzt da, wo mein Finger ist, der wackelt, da schneide ich den Draht jetzt ab. Und dann mache ich hier noch Schrumpfschlauch drüber und dann ist dieser Draht eben da installiert. Das mache ich jetzt mit allen Teilen, also dass ich die Drähte quasi schon mal vorinstalliere oder die Längen ausmesse, denn die Teile müssen ja nochmal rausgebaut werden später. So ist das Ganze dann geplant oder so wird das Ganze dann gemacht und dann wird der Prüfsender langsam mal fertiggestellt. Nun habe ich hier schon einige Drähte verlötet, wie man sehen kann. Ich habe hier oben zum Beispiel den Schrumpfschlauch auf den Schalter drauf, genauso habe ich das gemeint. Und ich habe die Teile noch nicht, also die Drähte noch nicht an die Platine gelötet. Zum Beispiel der Draht hier, das wäre jetzt AM oder FM, das wäre jetzt FM. Den müsste ich dann zum Beispiel hier hinlöten. Der Draht hier ist AM, den müsste ich da unten hinlöten und so weiter und so weiter. Aber ich habe jetzt quasi schon die Drähte eben so vorbereitet, dass ich sie jetzt dann einlöten kann. Hier habe ich zusätzlich noch an der Platine, das Projekt ist ja nicht ein Eintagsprojekt, sondern ich arbeite
schon eine Zeit lang dann, wenn die Platine länger liegt und man immer mit den Fingern hingeht, dann wird es so, ja, wie soll ich sagen, dunkel. Ja, hier, das Kupfer wird nicht mehr so gut. Da kann man dann schlecht löten. Also habe ich jetzt was genommen und habe jetzt unter den Flächen, wo ich nachher die Massekontakte festlöte, noch das Kupfer wieder freigekratzt. Weil das macht zum Beispiel keinen Sinn, jetzt zum Beispiel hier bei dem Potty-Ex so ein Kabel auf Masse zu legen. Da kann ich einfach den Draht hier umbiegen. Genauso kann ich hier oben bei der Audio-Eingangsbuchse, bei der Klinkenbuchse, kann ich den Draht umbiegen und kann ihn dann direkt auf Masse löten. Und bei der LED hat das noch den netten Nebeneffekt, dass sie dann quasi auch dadurch im Gehäuse festgehalten wird. Okay, also der nächste Schritt ist jetzt, die Teile wieder ausbauen hier. Also alle Teile, die hier vorne eingebaut sind, wieder ausbauen. Und auch die Platine nochmal weglöten und dann das Papier draufkleben und Löcher in das Papier machen und dann die Teile wieder einbauen. Wenn die Teile eingebaut sind, kann ich dann die Drähte hier mit der Platine verbinden und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Okay, das ist jetzt wieder ein Zwischenstand zum Prüfsender. Jetzt sehen wir mal die fast schon fertig aufgebaute Prüfsenderschaltung. Ich habe hier alle Kabel angeschlossen, wie ihr seht. Auch hier an dem Drehkondensator bzw. Abgleichkondensator, Trimkondensator. Alles ist soweit angeschlossen. Hier ist der Abschwächer, den man dazuschalten kann. Oben ist der Abschwächer eingeschalten. Unten ist der Abschwächer ausgeschalten. Vorne habe ich jetzt noch an den Drehkondensator, an den Trimkondensator dieses Teil hin, mit dem man dann die Frequenz einstellen kann. Hier müsst ihr sehr vorsichtig löten, denn wenn ihr zu lange lötet, dann geht der Drehkondensator bzw. Trimkondensator kaputt und dann müsst ihr den austauschen und das ist keine schöne Arbeit. Der Trimkondensator wird grundsätzlich in eine Position gebracht, schon beim Einbau, dass halt die minimale Kapazität ist, denn hier ist jetzt die höchste Frequenz und auf der anderen Seite, wenn ich da jetzt runterdrehen würde, ich möchte so wenig drehen wie möglich, da wäre eben die tiefste Frequenz. Okay, der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist Gehäusekram, wenn man so möchte, ja. Bevor wir den Sender abgleichen und die Zahlen draufschreiben, sollten wir erstmal am Gehäuse arbeiten. Das heißt, wir müssen hier noch diese Mutter festmachen, dann müssen wir noch die Seitenwände einbauen und ja, dann geht das Ganze so langsam Richtung Abgleich. So, jetzt habe ich mal den Prüfsender soweit zusammengebaut. Ich habe jetzt hier die entsprechenden Halterungen rein für die Schrauben, dass man dann den Deckel drauf machen kann. Deckel habe ich hier. Kann man dann draufschrauben. Und dann ist das ganze Teil zu. Also man sieht hier schon, wenn man hier durchschaut, man sieht es nicht so gut auf der Kamera, aber man sieht hier schon, dass da das Schraubloch drunter ist und dann kann man das zuschrauben. So, ja, ich habe alles soweit zusammengelötet. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist hier die Beschriftung. Also was ist, muss ich natürlich beschriften, damit man das weiß. Und hier natürlich dann noch den Abgleich, also den Frequenzabgleich, welche Frequenz bei welcher Schalterstellung erreicht wird. Okay, ja, das war einfach nur ein kleines oder ist einfach nur ein kleines Update-Video, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe das jetzt hier schon zusammengelötet, habe hier die entsprechenden Halterungen für die Schrauben rein. Und dann würde ich sagen, im nächsten Clip habe ich das Ganze schon beschriftet und da mache ich mal den Abgleich. So, jetzt habe ich den Prüfsender soweit beschriftet. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist der Feinabgleich. Und jetzt mache ich das Ganze so. Ich habe hier meinen Empfänger mit dem Prüfsender verbunden. Ich habe leider kein SMA auf BNC-Adapter, deswegen habe ich hier Hochfrequenzkabel, also Coax, genommen und habe das hier hinten an dem Stecker angelötet. Der Empfänger ist also direkt mit dem Prüfsender verbunden. Und jetzt werde ich hergehen und werde das Ganze abgleichen. Ich habe zum Beispiel in der Entwicklung schon gehabt, Bereich 1 und 2. Ergibt den Bereich 470 kHz oder 400 bis 470 kHz, wenn man zum Beispiel die ZF abgleichen will. Und das führe ich euch jetzt mal vor. Ich schalte den Empfänger ein, schalte den Prüfsender ein. Und wir haben ein Signal. Und wenn ich jetzt hier drehe oder hier schiebe, kann ich das verstellen. Und was ich jetzt eben mache, ist, ich schaue, das ist jetzt hier die höchste Frequenz, dann schreibe ich halt die höchste Frequenz hin. Der Frequenzfeineinstell-Potty steht dabei auf Mittelstellung, dass wir noch ein bisschen Toleranzen haben. Und dann schaue ich mal, wenn ich den ganz runter drehe, was ist die tiefste Frequenz. Dann probiere ich einen anderen Bereich auf und ich schreibe mir dann die Frequenzen natürlich hier auf.
Ich denke, ich werde verschiedene Farben dafür verwenden. Ich schaue mal, wie ich das löse. Aber so werde ich jetzt dann den Abgleich des Prüfsenders machen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Sender abgleicht. Ich habe jetzt den Sender mal hier auf eine Frequenz von 2,33 MHz eingestellt, indem ich den entsprechenden Bereich ausgewählt habe. Und hier sieht man jetzt die Frequenz. Und was man jetzt machen muss, jetzt muss man eigentlich nur an dem Potty da drin so lange drehen, also ich habe jetzt hier eine Audioquelle angeschlossen und muss nur an dem Potty drehen, bis die Modulation klar hörbar ist. Ich drehe jetzt mal. Okay. So, jetzt sind wir 120 Meter wieder weg vom Haus. Da läuft jetzt eine Endlosschleife. Also ihr seht schon, ich mache mal FM, dass hier mal Ruhe ist. Ihr seht schon, dass ich jetzt nur an dem Potty hier gedreht habe, also an dem Potty hier unten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, man sieht leider gar nichts auf der Kamera. Aber ihr habt ja vorher das Potty gesehen, an dem habe ich jetzt gedreht und dadurch habe ich den Arbeitspunkt eingestellt.